Oh, so. Da sind wir. Mal wieder in Splatoon. Ja. Mit direkt einer Kleinigkeit. Leute, die das hier auf YouTube verfolgen, wovon es, glaube ich, nicht so viel gibt, aber sie existieren, habe ich gehört. Sie existieren. Deswegen war ich schief. Ich habe den Bildschirm nicht richtig gerade hier. Ich habe zum ersten Mal... Abseits, also ich habe, okay, ich fange lieber so an. Ich habe mich mit Senrio getroffen. Wir haben ein bisschen so gespielt, was ja schon mal in der Vergangenheit passiert ist. Und seitdem spiele ich für mich selbst. Weil ich bin jetzt generell gerade so in der Phase, wo ich immer mehr sage, oh, ich spiele für mich selbst mal. Und ich muss sagen, ich werde es die nächste Zeit auch öfter machen. Ich werde versuchen, jetzt zwischendurch immer wieder ein bisschen Splatoon zu spielen. Aber halt nicht alles. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich finde es total spannend, einfach das Spiel anzumachen, einfach mal kurz reinzugehen. Dann kann ich immer den Sieg des Tages holen. Heute habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Das ist ja cool. Ja. Und keine Ahnung. Also ein paar Gründe so. Und ja, wir werden das in nächster Zeit öfters machen. Da wird das dann auf YouTube auch nicht mehr so überladen sein. Apropos YouTube. Achtet mal für die Leute, die das auf YouTube gucken. Achtet mal auf das Outro. Ich werde es jetzt für jede Sache nochmal anders machen. Also für jetzt saisonweise ist ein neues Outro drin. Jetzt schon seit ein paar Videos, weil das letzte Video ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ja. So. Supersprung bin ich gerade tatsächlich auch am Leveln. Ich habe nicht mehr viel Geld, wie ich gerade sehe. Ah ja, stimmt. Ich habe ja letztens Zeug gekauft. Ja, ich level gerade übrigens auch ein bisschen. Oh, wieso ist so viel Kleidungsstück, die ich noch nicht kenne? Alter, ist das hässlich. Hey, sogar ein Hemd. Spezialabzug minus. Oh. Oh, die habe ich schon. Nein, warum sind denn nicht mal neue Sachen drin? Ich glaube, mehr Bücher gibt es irgendwie nicht. Stulle und Schnittchen oder Schnitte kenne ich. Ja, ja. Neues Abzeichen. Verzier damit dein Splashtag. Ey, ey. Ja, ist halt, man sagt halt immer was anderes. Also wir haben hier so viele verschiedene Sachen, die man irgendwie sagt, zu Sachen. Deswegen das ergänzt sich. Ach ja, ich habe eine neue Fairwood-Waffe. Oh ja, oh ja. Südpazifik Hipster. Ich habe den Klotzer, die schlimmste Waffe im Spiel. Warum habe ich sie? Ich möchte gerne. Ich möchte gerne die hochleveln. Ja, also Senrio sagt einfach Bescheid, wer da mitmachen möchte. Also er meinte ohne sprechen, einfach nur mitmachen. Ja. Wie gesagt, die Videos kommen dann, also Splatoon kommt noch auf YouTube. Und ach so, genau. Ich habe ja schon vorhin gesagt, manche Projekte kommen halt nicht auf YouTube, die wir hier spielen. Ja, also wir können ja mal ganz kurz drüber reden. Was für ein Interesse hättet ihr denn so, was man so zocken soll die Tage? Also mir ist es scheißegal. Also nicht ganz scheißegal, ich werde schon sagen, wenn ich das nicht will, aber... Also ich habe überlegt wegen Zelda, ich glaube, das ist auch so beliebt. Ich hatte eine Idee. Sieht aus wie ein Bambusrohr. Ja, im Englisch da ist die auch, ich glaube, die heißt sogar Bambuse. Weil das ist so ein Ausdruck für, verarschen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Wir haben in letzter Zeit so viele Squid-Tarts hier. Tag des deutschen Butterbrots im September. Man kann sagen, Butterbrot, Stolle, Bämme, Kniff, Geschnitte, Beflecken, Butterschmiedunge. Butterschmiedunge! Ja. Ja. Danke für die Information. Der ballert auf mich, der ballert auf mich. Ah! Klang nach englischem Akzent. Ich fand's köstlich. Oh, jetzt so ein schönes Butterbrot. Ich habe auch noch ein Brötchen rumliegen. Vielleicht mache ich mir gleich. Vielleicht mache ich mir gleich noch eins, so in der Pause. Nee, genau. Wo waren wir gerade mit Zelda, ne? Was war die Frage nochmal? Euer, Bämme kenne ich auch. Stimmt, Bämme. Ja.
Zum Campen ist übrigens die Waffe absolut scheiße. Erzähl mal, was es zu essen gab, als ich bei dir gab. Ja, Senrio war am Donnerstag bei mir. Und einen Tag vorher meine Eltern wollten halt am Morgen, am selben Tag halt einkaufen gehen. Und haben mir dann so gesagt, und dann habe ich schon so überlegt, ja, was macht man zu essen? Und ich wollte eigentlich so, keine Ahnung, Geschnetzeltes machen oder sowas, irgendwie sowas, mit Reis oder was, oder Kartoffeln, ne? Und da meinten die plötzlich so, ja, wir fahren aber noch zum Schlachthof, ist das denn okay? Weil dann könntest du ja auch was haben. Ich sag, ob das okay ist? Senrio kommt morgen. Bringt mir Met. Es gab Mettbrötchen. Richtig schön Mettbrötchen. Oh, und es war lecker. Aber ich muss sagen, ich glaube, frische Brötchen hätten es doch besser getan. Wir hatten solche gefrorenen Brötchen. Die sind echt nicht schlecht, aber ja. Ofenkäse. Oh, ich hatte letztens einen. Der war aber schon. Ich so, oh ja, der läuft bald ab. Ich sollte langsam essen. Der läuft morgen ab. Ich sollte den heute essen. Als ob wir jetzt aufgeholt haben. Ich hab dann gewonnen. Jedenfalls, genau, ich habe den an dem Tag gegessen, den Ofenkäse. Und der Ofenkäse war, schon durch. Der hat so hart nach alten Käse geschmeckt. Aber richtig hart nach alten Käse. Dieser Blick. Guckt vielleicht der schlechteste Spieler immer so? Solange der geht nicht morgen noch, ja, passt. Also es war nah dran, sag ich mal so. Boah, ich muss echt mit der Waffe üben, ne? Ich bin auch so unkonzentriert. Nee, genau, die Frage war, was wir spielen sollen. Das habe ich einfach gefragt, so. Also, wenn jemand eine Idee hat, einen Wunsch hat oder bla. Gott, die macht aber auch sehr unlustigen Schaden, ne? Also muss wirklich zweimal entschlossen draufschießen und dann ist das doch nicht mal 50-50, sondern es ist ja wirklich mehr. Obwohl, warte mal, könnte ich nicht dann einmal so machen? Und, ah, und dann einen kleinen Schuss. Ja gut, das ist auch okay. Muss ich mir merken. Nö, also wir können halt heute, morgen irgendwie, weiß ich nicht, ob ich morgen überhaupt streamen, muss ich mal gucken. Ich muss auf jeden Fall die Woche am Dienstag und am Mittwoch weg und je nachdem, wie das läuft, no, muss man dann schauen. Wir haben verloren. Wir haben sowas von verloren. Ja. Ich bin so unkonzentriert heute. Es ist echt die Hölle. Das wird heute noch so unschön werden, ich sag's euch. Ich glaube, ich sollte gleich einfach eine Waffe nehmen, wo ich richtig beschissen mitspielen kann. Also richtig beschissen im Sinne von, wo ich den Kopf einfach richtig ausmachen kann. Als ob der den nicht. Was kannst du sagen? Hat auch so einen ekligen Tintenverbrauch, die Waffe, ne? Ah, du bist in der Warteschlange, okay.
So, wir machen uns jetzt Kniften, kommt später wieder dazu. Retro-Games-Demos oder so, wie du sagst, Zelda finde ich cool. Ja! Ja, einfach irgendein, wie gesagt, irgendwas, irgendein Scheiß. Keine Ahnung, wenn ich jetzt so sag, boah, ich habe jetzt voll Bock, keine Ahnung, 2 Stunden Minecraft zu spielen, spiele ich Minecraft. Oder habe ich Bock, keine Ahnung, einfach in Punch-Out reinzugucken. Vermisst du denn nicht, wenn du so etwas sagst, habe ich diese Verzögerung? Was sage ich denn? Ja, ja. Übrigens ist mir aufgefallen, die Schüttelbomben, ne? Die kann man schneller aufladen, wenn man selber den Controller schüttelt oder wenn man die Figur einfach schüttelt. Wenn du zum Beispiel rausgehst, andere Mods zocken willst. Ja, 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 sag ich schon. Alles gut. Ja. Ey, aber gut Punkte. Und beim Verlieren liegt's nicht an mir. Ich wechsle die Waffe. Das wird nur noch undankbar. Das wird nur noch schlimmer, ja, also ich sag's euch. Schlimm und undankbar hier. Guckt euch das mal an, 12,3%. Boah, als hätte jemand diesen Bambusstock gehabt, ne? Jetzt hätten alle den Bambusstock gehabt. Na gut. Ja. Apropos, Ocarina of Time, welche Version würden wir denn spielen wollen? Oder wollt ihr denn spielen? Aha, er wartet tatsächlich. Sheldon. Dachte, das wäre eine Lüge. Jetzt muss ich wirklich mit. Nee, ich freue mich total, ohne Mist. Aber welche Waffe nehme ich? Ich nehme die. Komm, da bin ich gestern mit. Schön mit ausgerüstet. Liegt immer an den anderen, das ist Fakt. Ja, ist so. Ist so. Ich war die Nummer 1 mit der Bambuswaffe? Ich habe sogar genauso viele Kills wie die. Hä? Ja, gut. Wo war ich gerade? Achso, welche Ocarina of Time Version spielen wir denn? Die N64 Version, wo ich kein Bild habe, sondern nur ihr? Oder wir spielen die GameCube Version, die die beste Version ist. Aber die sieht am schlechtesten aus. Also, schlechter sieht die N64 Version aus, aber naja. Oder wir spielen die Wii U Version, die einen schönen Grauschimmer hat. Oder wir spielen die Switch Version, die überhaupt nicht funktioniert. Aber die Switch Version. Hallo! So richtig, dieses cool war, hey, hau ab, oder alle so, ja, geh. Und so langsam irgendwie. Ich weiß gar nicht, welche Version gibt es denn auf der Wii. Die meisten sagen ja, die Wii-Version ist die beste, aber ich habe die Wii-Version nicht. Ich habe die Wii-Version nicht. Noch nicht. Oder keine Ahnung, oder wir spielen. Na. Können wir meine PS2 anschließen? Spielen wir da den Scheiß drin? Wayman könnten wir spielen, das wäre lustig. Habe ich aber jetzt keinen Bock drauf, ne. Ach ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe, glaube ich, am meisten echt Bock auf Zelda. Hä, wo ist der? Wo ist der Lümmel? Ah! Ah! Hau ab! Und. Das ist der Senryu. Aha. Nein, ah. Ich habe auch schon überlegt, ob wir irgendwie mal gucken wegen OOT-Randomizer oder so. Das wäre lustig. Das wäre arschlustig. Habe ich noch nie gespielt. Ich will es aber schon länger machen. Könnte ich mir so gefragt. Ach, das wollte ich vorhin sagen. Ich habe überlegt. Ich finde das eigentlich unlustig. Aber ich fände sowas ähnliches als Idee vielleicht interessant.
Also ich finde diese Spiele unlustig mit diesen Streams, wo gesagt wird, ja, wenn ich sterbe, dann ist der Stream zu Ende. Das werden wir nicht machen. Aber ich fände es lustig, weil ich habe überlegt, was wäre denn, wenn man sowas macht wie, ja, wenn ich, keine Ahnung, wir spielen jeden Zelda-Teil, vielleicht auch nur die 3D-Teile. Und immer wenn ich, wow, wir haben Disconnect. Das war nicht der Senri, oder? Nee, das ist der komische mit der Doppelwaffe. Und jedes Mal, wenn ich sterbe, also wir spielen zum Beispiel Ocarina of Time, und wenn ich in Ocarina of Time sterbe, dann spielen wir Majora's Mask. Und wenn ich in Majora's Mask sterbe, dann spielen wir The Wind Waker. Und wenn ich in The Wind Waker sterbe, dann spielen wir Twilight Princess. Wenn wir Twilight Princess sterbe, dann spiele ich Skyward Sword. Und wenn ich in Skyward Sword sterbe, dann spielen wir Breath of the Wild. Und wenn ich in Breath of the Wild sterbe, dann spielen wir Tears of the Kingdom. Und wenn ich in Tears of the Kingdom sterbe, dann ist vorbei. Nein, dann, wenn ich in Tears of the Kingdom sterbe, dann fängt wieder Ocarina of Time an. Das habe ich überlegt. Also dann spielen wir Ocarina of Time weiter. So. Weil dann würde irgendwie so ein Hin und Her sein. Problem ist aber, ich glaube, in Tears of the Kingdom bin ich bis jetzt, also vielleicht höchstens 5 Mal gestorben. Allerhöchstens 10. Oh, Wunder, dass die gewonnen. Nee, die haben unverdient gewonnen. Das wollte ich auch mal sagen. So oder so haben die unverdient gewonnen. Wow. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Ich sag mal, in Tears of the Kingdom sterbe ich fast gar nicht. Also besonders jetzt. Und dann wäre das irgendwie, da müssten wir, keine Ahnung, 50 Stunden Tears of the Kingdom spielen. Bis wir dann wieder zu dem ersten Spiel kommen, so wisst ihr. Ich finde die Idee lustig. Ich bin in Tod mehr gestorben als in BOTW. In TOTK. Ich weiß nicht, also ich bin, also ich glaube, am Anfang bin ich auch öfters gestorben. Einfach, weil ich mich immer überschätzt habe, so. Aber oh nein, wir sind Gegner. Aber keine Ahnung, also man sieht ja auch immer, wo man das letzte Mal gestorben ist. Und das sind, ich glaube, das. Doch, letztens bin ich einmal wieder gestorben, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Weil alleine du hast so viele Feen. Und mit Sterben meine ich halt auch wirklich nur, wenn man halt den Endscreen sieht, so den Todesscreen. Nicht, wenn man hier irgendwie runterfällt oder sowas, oder? Also wer auch immer das ist, der interessiert sich irgendwie. Null. Hallo? Achso. Hä? Der Senrio war das sogar. Jetzt ein U stehen für Senrio. Hab schon überlegt, ob er mit dem Knallschopper das ist, weil ich nicht drauf aufgepasst habe. Und die Feen das Schwert freigeschaltet. Ich meine nicht die Feen. Ich meine, die normalen Feen halt. Du kriegst manchmal so einfach so einen Wasserteich und da hast du dann solche Feen zum Einsammeln. Und manchmal sind auch Feen so generell, die irgendwo rumschwirren, deswegen. Nein, im Nahkampf. Im Nahkampf. Respekt. Der Knallschwaffer ist schon cool, aber ich kann mit dem. Also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist echt nicht meins. Alter, ja, machten die auch gar nichts. Das wird ja einfach nicht. Teiche sehe ich selten. Oh, doch. Also ich sehe die öfter. Ich weiß nicht, bist du auch auf dem Himmel unterwegs und so? Ich weiß, bei mir war ja wirklich so, als ich angefangen habe, ich habe ja hauptsächlich wirklich den Himmel so, ja, nicht den Himmel erforscht direkt, aber ich habe halt sehr viel so Zeug dort gemacht. Nein, Senrio. Krieg dich heute aber auch gar nicht. Selten im Himmel. Aha. Da haben wir es.
muss aber auch sagen, ich finde die Himmelsinseln jetzt auch nicht so dolle. Also, da ist echt nicht viel los. Also, so ein paar Kleinigkeiten. Aber die erinnern total an... Wie heißt das Spiel denn nochmal? An Wind Waker, an diese Kackinseln. Und die mochte ich schon überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Du erwischt mich nicht nochmal. Das hättest du wohl gern. So, komm. 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 Ja! Musst du die ganze Zeit. Ich hab's gesehen, wie du weggerannt bist. Ich war bei euch in meiner Base irgendwie, weil. Keine Ahnung. Hat irgendwie keiner bewacht. Ey! Und? Yo! Direkt Oberteil und Kopfding. Direkt passend. Nice. Ah, wäre cool, wenn das direkt drei wären. Cool. Dann nehmen wir das und es muss noch gelevelt werden. Ja. Ich habe auch hässliche Kleidung. Die sieht doch ganz nett aus. Ich möchte eigentlich meist auf Amiibo. Aber ich glaube, Amiibo habe ich leider nichts mit Bomben. Läuft. Läuft. Ich habe keinen Bock auf die Woche, ne? Muss jetzt erstmal gucken. Muss jetzt erstmal schauen. Ich muss doch ein Ticket irgendwie finanzieren. Und eigentlich will ich auch nicht nach Hause laufen, aber ich glaube, das wird wohl darauf hinauslaufen. Sonst müsste ich mir zwei Tickets die Woche, den Monat noch holen. Und eins ist mir schon ein bisschen zu viel, aber naja, was willst du machen? Warte mal, da hieß Lebkuchen? Bin ich denselben bei uns? Baumkuchen, Tatsache. Hey, kannst du. Ah, dann gehe ich da hoch. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Bumm. Ach ja, Leute, ach ja. Und sonst so? Ich weiß gar nicht, was ich sonst so erzählen soll. Ich habe mir gestern und heute Reibekuchen gemacht. Ich habe da Mais mit reingemacht, weil ich mache ja keine Eier oder so rein. Und da dachte ich mir so, ja, machst du mal Mais rein, weil oft kommt ja in sowas noch Maismehl. Und da dachte ich, das wäre ja das wär so eine schöne Alternative dazu. Und ja, also sie haben nicht geschmeckt, sag ich mal. Es lag nicht an dem Mais, es lag generell an keine Ahnung was. Also, weiß ich nicht. Nee. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schmecken die nicht. Also vielleicht an den Kartoffeln lag oder vielleicht doch an dem Mais. Ah, ich will es aber nicht wahrhaben. Ich will nicht wahrhaben, dass meine Kreation kacke war. Niemals ist meine Kreation kacke. Sehr schön, danke. Aha! Aua. Ja, und ich habe die halt auf... ich hatte noch Apfelmus gehabt, deswegen wollte ich die machen. Weil ich hatte jetzt Currywurst gemacht, tatsächlich mit, also... mit Apfelmus. Fand ich auch so geil. Ich hab vor... Nicht langer Zeit hat schon ein Video gehabt und da hat jemand Currywurstsoße, also die Soße gemacht, Currysoße halt, ne? Gemacht und hat halt Apfelmus reingemacht. Und weil da kommt halt eine Süße rein und da haben so viele runtergeschrieben, was das für ein Honk ist, weil der da Apfelmus reinmacht. Und ich hab so, der kommt sowas rein. Du kannst da auch andere Obstsachen reinmachen oder du kannst dort keine Ahnung was rein. Ich kenne sogar Cola. Ich kenne sogar Leute, die packen da Cola rein. Nein, du kommst her. Ah, ah. Der ist in Rio wieder. Ah. Guck mal, der hat sogar alles mit Bomben gefüllt.
Nein, ah, es ist ein Rio. Nein! Ich wollte eigentlich dahin und wabbeln. Oh oh, oh oh, oh oh, Leute, Leute, gib mal ein bisschen Gas! Doch, doch, das sieht gut aus. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. I. Und da bin ich. Aha. Guck mal, guck mal. Bin mal gespannt, wie die Schuhe sich leveln. So, und was kriegen wir? Also ich sammle gerade halt auf... Oh. Sammle halt gerade auf Bomben-Dings. Ja. Ach ja. Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön hier? Nennen Cedrio umranden. Ich kann noch was erzählen. Ich war im Flash-Film am Mittwoch. Ich habe mir ja das ganze DCEU zusätzlich doch ein paar ein paar generell DC-Filme angeguckt. Und am Mittwoch habe ich halt mir den, ja, The Flash angeguckt im Kino. Ohne zu viel zu verraten, also der Film ist echt humoristisch. Ich finde, für einen Flash-Film passt es sehr gut, aber dadurch, dass halt, ich sag mal, sehr stark die Batman-Thematik gepackt wird, hat es da halt nicht so gepasst, aber halt, es war halt, also die Witze haben bei mir trotzdem gezündet. Ich fand die gut und ich fand den halt mega unterhaltsam. Die Multiverse-Thematik ist... Habe ich erst gestern verstanden? Nee, vorgestern verstanden, als ich ein Video gesehen habe, weil, ich sag mal, das Video, der Film ist doch komplizierter, als ich dachte. Und ich glaube, die meisten werden es nicht checken. Oder beziehungsweise werden das höchstens das denken, was ich gedacht habe. Und zwar einfach, dass es multiversales Reisen einfach ist. Es steckt da einiges mehr hinter. Ja, und es gibt eine Szene am Ende. Und die hat für mich den ganzen Film ruiniert. Quasi. Ich muss sagen, jetzt mit dem Kontext, den ich jetzt dazu bekommen habe, ist es okay. Aber, also beziehungsweise es erklärt auch einiges von anderen Filmen. Aber... ja... ja, das ist halt aber auch echt ein Film, den muss man sehen und, also jeder sagt da was anderes zu dem Film. Also viele finden ihn richtig kacke und viele finden ihn richtig geil. Ich sag mal von vornherein, das CGI ist wirklich schlecht. Aber ja, und ich sag mal so, alleine für Michael Keaton, zurück als Bruce Wayne und Batman. Das ist kein Spoiler, weil das war im Prinzip der Aufhänger für den Film. Also... aber trotzdem. Also ich weiß nicht, ob ihr den noch gucken werdet. Achso, und ich bin sehr gespannt, was halt mit der Thematik ist, weil der Film sollte ja sozusagen das Ende des DCEU sein. Und ich hab's gesehen, dass du gestorben bist, aber ich dachte, da ist nur einer. Hä? Was denn? Machen die Squid Party oder was ist los? Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Also ich glaube jedenfalls, da steckt noch einiges mehr hinter, wollte ich einfach sagen, mit diesem ganzen Multiverse-Gedönse.
Oh. Wow. Bin hier nur am Sterben. Ja, verloren. Ah, schön. Ganz schön. Okay. Ich finde das ja schon interessant, dass die alle dieselbe Pose haben und alle dasselbe an. Die haben sich garantiert abgesprochen. Ich wechsle mal die Waffe. Ich gehe mal zu... Das da. Gar nicht gut.